Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Mit Hallo. Dem lieben Wesley und Benny. Hallo. Hallo. Ja. Ihr könnt jetzt im Übrigen seit gerade eben grüne Schaltkreise anfordern. Sehr nice. Oha. Mach ich nie. Ich glaube nicht immer, weil die. Mach ich die ganze Zeit schon. Wundert mich schon, dass ich immer nichts kriege. Ja, ich crafte die quasi auch immer auf Tasche, wenn ich dann welche brauche, weil normalerweise fordere ich da automatisch immer ein paar an, dass ich nicht so viele immer produzieren muss, wenn dann irgendwie. Wenn ich was auf Tasche produziere. Mhm. So. Aber der Wesley hat hier was richtig Cooles gemacht, was man zwar noch. Eine super duper Einladung. Ja, genau. Also Belader waren gestern. Also angefangen mit seiner Schmelze, die er da oben fertig gemacht hat, ne? Da kommen hier 9 Fließbänder. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fließbänder raus. Oh, da oben fehlt Strom. Und jetzt ist da auch Strom. Okay. Ups, da fehlt was. Gut, dann kommt man zum Zug. Ja. Und da? Weil du musst schnell sein, also du musst auf jeden Fall die ganze Zeit auf den Zug also gucken. Ja, also erstmal, bevor du anschließt, vielleicht erstmal kurz. Wir haben hier Stapelknickgreifarme, zweireihig, funktioniert, weil der Waggon zwei breit ist. Und die knicken halt aus dem Warenhaus da rein. Ja. Ja. So. Jeder Stapelgreifarm 12 Stück aktuell, ne? Genau. Dann zeig uns mal, was das bedeutet. Halte mal auf den Zug. Tja. Ja. Ja. Okay. Okay. Mhm. Hä? Was sind das für Waggons? Das sind Waggons. Ach, wir knicken ja hier Kupfer. Wir knicken hier Kupfer. Okay, vom Erz würde der. Jetzt ist er voll. Ja, Erz kannst du ja nur zu 50 stacken. Ja, 12.000 drin. Mal eben 12.000 Kupferplatten geknickt. Ja. Mal eben weggezogen. Ja. Ruckzuck. Warmhaus. Ja, nice. Müssen wir auf jeden Fall bei unserer Ausladung unten auch nochmal ändern. Dass die alle so mit den Dingern knicken, das ist. Brauchen wir aber eine Menge nice. Platz. Warum? Ja, das sind halt Warenhäuser. Okay, man kann auch Lagerhäuser hin. Haben wir den Platz da nicht? Kann man das hier noch pimpen, dass die Bänder hier voll sind? Was? Dass die Bänder hier voll sind, kann man das irgendwie noch pimpen? Maschine müsste größer gebaut werden, aber der zieht jetzt sowieso das ganze Erz weg. Das Erz wird nicht geil, mehr. Geil, das Erz kommt hier gerade reingeflossen. Die Schaltkreise laufen wieder an, die ganzen Kupferkabel ziehen durch. Geil. Ja, hier wird's ein bisschen eng. Ja, ich hab ja gesagt, wir müssen Kupfer noch anbauen, oder? Wir haben überall. Wir haben doch aber überall den gleichen Platz. Wir müssten doch. Ein Warenhaus haben wir drin, dann müssen wir doch auch drei nebeneinander hinkriegen. Ja, aber. Nee. Müsst du doch dahin dann, oder nicht? Ja. Ja, und dann nach oben kannst du höchstens an jedem Warenhaus einen Belader. Kommst ja kaum durch. Ah, stimmt auch wieder. Und wir haben ja auch 4 Belader dran, ne? Es reicht schon. Ich würde sagen 6 Lagerhäuser und von jedem Lagerhaus ein Belader. Dann haben wir 6 Leitungen. Wir könnten hier im Übrigen auch noch. Ich mach das jetzt hier einfach so. Oder? Genau, genau so, Benny. Ja, dann haben wir nämlich noch eins mehr. Könnten wir mit diesen Stapelknickis nicht auch einfach ein blaues Fließband füllen? Ja, aber das ist komplizierter zu bauen. Ach so, meinst du das? Ja, so geht das natürlich auch. Es ist ja viel. Ja? Und dann von jedem Lagerhaus ein Belader. Die müssen wir jetzt hier irgendwie so durchfinden. Ja, das wird schon gehen, irgendwie. Ja, ein runter. Ja. Bis hier. Dann geht das schon. Von da nach da müssen die dann knicken, richtig?
fehlt noch einer am mittleren Waggon. Was? Hier unten fehlt noch ein Stapelknicki. Was? Ach, da fehlt einer. Ich dachte, du hast den noch nicht. Ich hatte noch keinen mehr. Noch keinen mehr. Hättest du mit Shift gesetzt? Hätte ich. So, sind alle eingestellt, ne? Ja. Das sieht man schwer. An manchen. Aber das sehen wir, wenn alle knicken. Sieht gut aus. Die Laola. Das ist die perfekte Welle. Wie das aussieht, ey. Leer. 12.000 Kupferplatten. Ruckzuck. So, Kupferproblem ist gelöst. Absolut. Sehr nice. Ja, Wesley. Das hast du gut gemacht. So, Blaupause und oben beim Eisen auch noch, oder? Sollte man eigentlich, ne? Könnte man theoretisch machen. Das heißt, wenn ich den Eisenbahnhof jetzt kurzzeitig ausschalte, kann man den ausschalten? Abreißen. Ich kann kurz umbenennen, oder? Eisenhof ab. Dann kommt der Zug und bleibt hier einfach stehen. Naja, weiß ja nicht wohin dann. Der bleibt hier stehen. Der fährt doch nicht weiter. Achso, du kannst den Zug ausmachen. Ja, oder mal. Ja, der fährt sowieso nicht weiter, weil er nicht ausladen kann. Müssen wir kurz warten. Ja, gleich ist er leer. Dann die Kacke abreißen. So. Dann nehmen wir eine Blaupause. Zack. Oh, hier hätten wir ja sogar mehr Platz. Keine Lagerhäuser. Ah, komm gleich. Ich produziere welche. Hier liegen ein paar Stahläxte rum. Kommt die denn hier? So. Ja, jetzt läuft die Luzi hier wieder. Hä, wir haben hier ein komisches Konstrukt. Der eine noch nicht? Warum nicht? Also, ja. Müssen wir anmachen. Sehen wir jetzt beim nächsten Zug, der müsste ja dann voll machen. Oh, das hat gerade genau gepasst. Hast gesehen, wie kurz die Lücke beim Kupfer ist? Nächster Zug kommt und wirklich nur eine kurze Lücke hingemacht. Haben wir denn oben noch genug Puffer, dass wir eventuell einen zweiten Zug fahren lassen könnten? Oder kommt dafür oben nicht genug Kupfer bei rüber? Ich glaube, der eine Zug reicht jetzt erstmal. Ja. Sieht so aus, als wird der erstmal reichen. Eisen ist aber. Kupfer wird da oben eh bald abkacken. Das Erz wird nicht mehr. Nee, erst in Folge 65 habe ich gehört. Ja. 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 Wer hätte damit gerechnet, dass ich da so eine Schmelzin haue? Jetzt müsste gleich ein Kupferzug kommen. Ja, geil. Guck mal, kurze Unterbrechung auf dem Band. Jetzt ist es gerade. Und dann kommt der nächste Schwall schon. So soll's sein, Benny. Yep. So. Perfekt. Nur Eisen müsste er ja. Theoretisch, ja. Okay. Zack. So. Was macht der Knicknet hier? Ich mach, wie gesagt, die aufgehübschte Verkabelung hier. Also, ich hätte hier auch noch. Achso, kann man hier theoretisch auch anfordern, gell? Weil ihr habt vorhin so viel Zeugs in die. Oh. Ja, war ich ehrlich gesagt auch schon am Überlegen, ob wir das können.
Aber da bin ich mir absolut nicht sicher. Nicht, dass wir da irgendwo hin wieder so einen Kreislauf machen, weißt du? Dass wir das irgendwo anbieten und anfordern. So. Was haben wir echt einmal ein bisschen am mit Stein? Gut, dass wenigstens einer an sowas denkt. Ich vergiss das ja immer. Den Beton verlegen. Der Beton, Wesley. Was ist das denn hier? Hm? Was das hier ist? Was? Die Faktorismus hier? Die Faktorismus sind die Stromerzeugung von Benny. Alter. Ja, ich muss die noch einstellen, genau. Oder hast du schon? Ich hab noch nichts gestellt. Das ist dein Baby. Bau Nummer 3. Ausgabe. Auf ganz viel stellen. Hey, wieso sagt der Befeuerte, dass er kein... Er mag uns nicht. Wieso läuft das Ding hier eigentlich weiter? So, wie läuft denn das? Ich möchte das da anschließen. Und das hier soll da angeschlossen sein. Können wir nachher so einen Nukularausfall mal testen? Also simulieren? Ja, ich hoffe. Klar. Nachher mal. Den einen abreißen. Den einen. Genau. Und dann findet man nicht den einen. Wenn man sucht, weißt du doch. Findet man nie was. Was ist denn das hier? Ja. Weg. Brauchen wir das Wasser hier unten? Nein, weg. Landfill wird jetzt so langsam produziert. Kannst du dann anfordern. Landfill, das ist echt mal eine gute... Ach da. Ja, aber da ist bloß eine winzig kleine Maschine, also ist bloß so für ein bisschen was. Oh. Wozu ist das dann auch eh nicht, ne? Was brauchen wir nicht? Den hier? Brauchen wir auch nicht mehr. Waterfill. Oh, wäre ganz gut, irgendwo einen zu haben, ne? Du hast gerade die Waterfill-Produktion abgebaut. Machen wir mal einen. Ja. Das müssen wir mal hier ein bisschen organisierter gestalten. Waterfill. Können wir sowieso, können vielleicht den ganzen See platt machen. Ja, wir könnten... Wir könnten viel. Alles. So, wie sieht's jetzt aus mit Logistik? Das gehört hier nicht her. Du willst dahin. Man kann doch hier. Das Offset macht doch dann, dass der. Schon laufen. Ja, hier hängt Holz. Dung, dung, dung. Drücke T.
Module. So sollte göttlichen, das jetzt eigentlich laufen. Die göttlichen Module. Hier kommt ja, wo kommt denn hier Stein runter? Keine Ahnung. Das nicht. Geht hoch, nicht runter. Ach so. Dann brauchen wir hier nichts. Was? Oben für die Crusher, aber da waren wir uns nicht sicher, deswegen habe ich es erstmal nicht angeschlossen. Aber das ist auch kein Hexenwerk, letztendlich doch noch mit anzuschließen. Ich habe nichts gebraucht irgendwie. Kann man irgendwo, haben wir irgendwo hier innen eine, also die brauchen Stahlplatten. Kann man hier irgendwo Eisenerz anfordern lassen, dass wir das eine Ding da wegkriegen? Das Feld hier? Achso, das musste eigentlich händisch runterbringen. Ich habe extra eine Anbieterkiste draus gemacht. Benny, machen wir mal ganz einfach hier. Macht hier so ein Mega Monster Drill hin, genau. Am besten tippen wir den jetzt nur hier. Das Module. Geschwindigkeitsmodule. Wenn wir dann noch ein bisschen mehr ausrastet. Perfektverteiler so, daneben. Und dann das Warenhaus abbauen, oder? Kannst du auch zerstören, dann ist es weg. So, hast du jetzt hier die Logistik hier hingemacht, dass der... Nee, noch nicht, gell? Oder? Schalter? Nee, hier ist noch kein Schalter. Nee, ich bin noch gerade am Tüfteln. Die Stromnetze vom Logistik zu trennen. Machen wir mal weg, nein! Oder? Wofür? Warum nicht? Weil der gerade dafür gesorgt hat, dass wir lückenlos hier unten Logistik haben. Ohne dass die Robis halt umdrehen. Ja, haben wir. Oder wolltest du da drunter noch Lücken pflücken? Nee, ich dachte, dass wir hier mit dem Strommast nicht durcheinander kommen und versehentlich. Ja, ich wollte hier nochmal irgendwie so markieren. Nicht wegmachen, oder wie? Dass der böse ist. Dass an den also nichts angeschlossen. Ich dachte hier, der hier. Naja, an die dürfen wir nichts anschließen. Das ist halt die Notstrom. Ja. Markier die halt mit diesen vier Lämpchen dann. Notstromaggregat. Ja. Da, also das hier kann da. Man ja dann wegmachen. Der. Also wenn sich damit halt irgendwas verbindet, müssen wir halt die Verbindung händisch nochmal wieder wegreißen. Weil die anderen Mäste gehen dann nämlich außen rum. Glaube ich. Sollte funktionieren. So. Dann ist der Schalter noch nicht offen. Das heißt, hier wo ich bin, willst du dann Schalter hinmachen? Oh, hier oben müssen wir... Oh Gottchen. Nee, der Schalter ist hier schon. Ach, wo? Hier oben. Gut, das da oben hat keinen Strom. Okay, das hat auch keinen Strom. Ach, das weg. Genau. Oder was ich auch machen könnte, ich könnte mir doch mal so einen Satz Gefahrengutbeton machen, dann haue ich den einfach unter die Strommessen, die wir nicht verbinden dürfen. Was ist denn damit? Hä, was? Oh, da, ja. Genau. Sehr gut. Das wollte ich gerade. Nur quasi um die Strommästen, die wir nicht anfassen dürfen. Mach mal das Minenfeld hier weg, ey. Mach doch mal, Wesley. Jetzt habe ich genug Schilde. Ich kann einfach rüberrennen. So. Weg sind sie. So, jetzt wird's verwirrend. Der darf da nicht hin.
Der da nicht, der. Kann man Beton da anfordern? Nee, scheinbar nicht. Kommt nix. Das nicht. Du musst die holen. Das, das nicht. Wo war's denn? Da. Da jetzt müsste alles Strom haben. Mach Beton nicht alle, ich brauche noch ein bisschen. So, könnt ihr jetzt anfordern. Sehr nice. So, machen wir den mal ein bisschen größer. Der darf nicht. Der darf nicht. Der darf nicht. Ja, einfach innerhalb von dem gestrichelten. Nee, das funktioniert nicht, weil hier oben die Dinger ja auch mit im gestrichelten sind. Dann für die unten rum. Unten zählt's, genau. Nee, dann macht die Dinger weg und dann haben wir keine lückenlose Anlieferung. Doch, mach's doch hier unten. Die können ja hier unten rum. Lückenlos! Ist mir egal, dann ist da halt eine Lücke drin. Dann gehen halt die Robis immer flöten. Nee, die fliegen trotzdem durch, glaub mir. Wenn du was anforderst und aus diesem orangenen Bereich in den grünen gehst, dann drehen die um und packen es in eine Kiste. Versprochen. Ja, dann werden die halt über Notstrom versorgt, wie auch immer, aber ja. Ah, jetzt bin ich. Ja, das stimmt allerdings. Das funktioniert. Warum kann ich hier nichts bauen? Haben wir Wassergrenzen? Ist doch doof. Alter, macht diese Gefahrengut-Markierung endlich mal Sinn. Ja. Ich muss nur noch besser Bescheid wissen. Attention! Das Haus sind im Übrigen voll. Wer ist voll? Ja, schön. Und jetzt? Ja! Mein Ruby repariert schneller, als ich es zerstören kann. So Miske. Läuft! Wesley, was hältst du von Bergbauproduktivität? Jo, hau rein. Jo? Klar. Jo. Okay. So, dann müssten wir es jetzt haben. Wesley, kannst du mal hier auf der Karte gucken bei uns? Soll ich es mal abbauen? Was? Nee, lass erst mal zeigen, dass er versteht, ja, was wir wollen. Ja, was denn? Hier innerhalb des Gefahrgut-schraffierten Bereichs. Ach so, ja. Ist die Notstromversorgung. Das siehst du auf der Map ganz gut. Das sind die Strommästen hier, die ich mit Lichtern und Gefahrengutmarkierung gemacht habe. Mhm. Die dürfen sich nicht mit denen hier verbinden. Also wenn du hier mal was Neues hinsetzt und der verbindet sich damit. Innerhalb von dem geschriftelten Stromfinger von lassen. Hier wird einfach nichts gemacht. Fertig. Sehr schön. Ja, du musst halt auch aufpassen, wenn du ringsrum irgendwas setzt, dass sich das nicht mit dem Inneren verbindet. Ja, hier guck mal, Benny. Wenn ich jetzt hier was hinsetze, wenn ich jetzt hier außen hinsetze, verbindet der sich ja. Ist ja jetzt nicht weiter wild, aber wenn ich den wegnehme, dann musst du halt aufpassen, dass er auch keine neuen Verbindungen hatte. Eben gerade hatte der noch drei andere Verbindungen. Hier, jetzt hat das. Jetzt habe ich weggemacht, jetzt hat er sich zwei neue Verbindungen gemacht. Da müssen wir dann aufpassen, dass wir die dann wieder wegmachen. Okay. Also auch am Rande des Bereichs aufpassen. Ja, und dann könnte ich jetzt mal Notstrom simultanisieren, wenn wir wollen. Soll ich mal abknipsen hier? Mach mal. Sollte das jetzt hier gleich runtergehen? Oder auch nicht? Du hast nicht alles abgeknipst. Guck mal, von Karte ist noch eine Verbindung. Du hast das AKW, läuft, ist noch dran. Ne? Ach, da unten ist ja drin, ja. Dann muss die Verbindung auch noch weg. Die? Ist das jetzt noch drin? Ja, jetzt. Jetzt wird's leer gesogen.
Jetzt haben wir zu wenig Strom. Jetzt springen die Akkus gleich aus. Und jetzt geht der Schalter an. Ich glaube, du hast da zu viele Akkus. Mach da nur einen Akku hin. Ja, es langt auch. Dass der schneller leer geht, weißt du? Ja. Müssten die ja eigentlich anlaufen, oder? Das müsste hier unten eigentlich produziert werden. 7 Stück, 50 Megawatt. Ist es viel? Nee. Dann muss ich die noch höher stellen. Steht schon, also es reicht noch nicht mal hier für den Akku zum Laden? Ja, dann müssen wir... Wollen wir, dass es dann komplett ausreicht, oder? Ja, die Maschinen laufen gar nicht richtig, oder? Es soll ja eigentlich nur Notstrom sein, ne? Die laufen hier gar nicht an. Na, ich verbinde hier mal erstmal, dass wir hier wieder... Ey, wieso knicken die nicht rein? Die haben hier auch alle keinen Strom. Also kein... Kein Diesel. Ja, wir haben ja befeuerte Knicke. Das heißt, die müssten sich eigentlich... Selbst versorgen. Können die nicht mit Dings laufen, oder wie? Mit Dings? Mit Festbrennstoff und Bäumen. Doch, das muss doch gehen. Warte mal, habe ich hier kein Holz? Hier, 4. Doch klar, das funktioniert. Und Festbrennstoff? Habe ich gerade nicht. Oh, alle nochmal wegmachen und hinsetzen. Oder einmal befüllen. Ne, die laufen jetzt alle. Kannst da aber auch überschreiben, ne? Also wenn du einen hast, kannst du immer übersetzen. Hä? Du brauchst den nicht immer abbauen und hinsetzen. Oder du packst halt einmal manuell Kohle überall rein. So, der läuft auch. Da ist Benny drin. Habe ich noch irgendwas zum Verbrennen? Ja, ist ja auf dem Band neben dir. Ja, ich wollte nur meine Taschen erstmal leer machen. Zack, zack, zack. Oh, geh wieder. Gewitter? Hier ist Gewitter. Nee, strahlblauer Himmel. Nicht bei mir. Irgendwie. Nicht mit mir. Nicht bei mir. Nicht mit mir. Nächstes Mal. Nee, nächste Woche hoffe ich. Strahlblauer Himmel. Wir laufen alle. Bin hier im falschen rein. Hey. Das wusste ich ja nun auch nicht. Also. Was? Dass die hier so ein Theater machen mit den. Mit dem Befüllen. Ja, deswegen haben wir ja extra die Befeuerten genommen, dass die. Ja, wenn. Dass man die einmal kickstarten muss, sage ich jetzt mal. Das wusste ich nicht. Das ist ulkig. Aber warum produzieren die jetzt so viel? Ich hab die doch abgeklemmt. Sicher? Nein, die haben sich hier schon wieder verbunden mit allem. Wie kommt das denn jetzt zustande? So, jetzt haben wir nur das drin. Hier haben wir... Wir haben noch ein Factorissimo da drinne. Produziert zwar nichts, aber. Da unten wurde immer noch kein Radar gebaut. Ich baue hier andauernd überall immer wieder. Ich nicht. Und das, obwohl wir schon wieder eine Überlängenfolge machen, ja? Oh, na krass.
Das bei dem Stress, ah, oh, nee. Also jetzt hätten wir schon eine halbe Folge schon wieder. Oh mein Gott. Ja, also nicht lang klatschen. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Guckt bei Wesley und Benny mit vorbei. Bei Benny bei YouTube, bei Wesley bei Twitch. Und alle sind glücklich und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Genau. Unten nicht nett deabonnieren. Unten nicht nett deabonnieren. Genau. Ciao, Nächste Leute. Folge sollen Sie mich deabonnieren und dich abonnieren. Ciao. Ciao.